Moment mal, das sieht doch aus wie, oh ja, wie Demon's Souls und Dark Souls, ist auch vom gleichen Macher, nämlich Hidetaka Miyazaki. Aber auch wenn Bloodborne viele Ähnlichkeiten aufweist, kocht es trotzdem sein eigenes Süppchen. Als erkrankter Anti-Held suchen wir in der Stadt Janem nach Heilung, finden stattdessen aber nur extrem stylisch designte Monster. Soll heißen... Und das läuft diesmal wesentlich rasanter ab. Zum Beispiel mit Hauptwaffen, die mitten in der Combo zu Zweihändern umgewandelt werden können. Ausdauerleiste sei Dank, verkommt Bloodborne aber nie zum Buttonmasher. Nen Schild zum Blocken gibt's übrigens nicht, stattdessen einen Ballermann, denn die Entwickler wollen zu einer offensiveren Spielweise animieren. Auf den ersten Blick extrem ungewohnt, macht aber doch Sinn, da Heilgegenstände sehr selten sind, wir aber Lebensenergie für gut getimte Konter und Treffer erhalten. Je geschickter wir also vorgehen, desto besser. Richtig geil könnte auch der optionale Chalice Dungeon werden. Der besteht aus zufällig gewählten Räumen, Gegnern und Bossen. Wenn hier die Abwechslung stimmt und der Rest von Bloodborne ebenfalls so durchdacht und gleichzeitig stylisch wird, wie er bisher wirkt, dann steht uns ein extrem feines Spiel ins Haus.